Matti ist groß. Alter. Das ist doch geil, oder? Nein, na war. Wie ist der Renner mit dem Kescher? Die müsst ihr streng geheim halten normalerweise. Das ist ein Wahnsinn. Schaut euch mal dieses Prachtexemplar an. Zwei orange solche Gummifäden hinten hey, vom Oktopus, oder? Nein, nein, gar nicht. Na, streng geheim. Klar. Aus meiner provisorischen Bindewerkstatt, wenn man das so nennen kann. Ihr seht, ich habe da ein bisschen was aufgebaut und ich möchte euch heute sagen, wie meine selber gemachten Jigkop-Streamer anfertig. Der Michael Bierbaumer hat mir vor einigen Jahren einmal seine Streamer gezeigt und ich habe mit denen auch erfolgreich gefischt, habe dann auch erfolgreich ein paar angerissen und aus der Not heraus habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich es einfach selber, habe ihn angerufen, habe mir kurz erklären lassen, wie es er macht und habe mich halt dann quasi klassisch durchgewurschtelt, bis ich so halbwegs was zusammengebracht habe. Aber aus dem heraus hat sich auch was ziemlich Fähiges entwickelt und zwar eben das Modell, das ich aus den damaligen Mitteln, die ich halt daheim gehabt habe, gebunden habe. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Wenn ihr da irgendwo fortgeschrittene Fliegenfischer Bindersatz, dann könnt ihr in Wirklichkeit ausschalten. Das ist jetzt wirklich für absolute Anfänger, die einfach einmal mit einem selber gemachten Köder Forellen fangen wollen. Im ersten Schritt, was brauchen wir dazu? Wir brauchen einen Jighaken. Ich habe da 7,5 Gramm, einen 1,0er Haken. Den spanne ich mir jetzt einmal in meinen Bindestock ein. Es geht übrigens auch ohne Bindestock. Ich habe also meine ersten Streamer mit einem ganz normalen, was habe ich eigentlich gemacht? Ich glaube, ich habe einen Zaun in einen Schraubstock einzwickt und das hat dann eigentlich gereicht. Dann habe ich mir im Rahmen dessen auch einen sogenannten Bobbin geleistet. Das ist dieser Halter von der Spule, mit dem man relativ einfach dann diese Wicklungen machen kann. Außerdem brauchen wir einen handelsüblichen Spagat, Zonkerstreifen, schwarz in dem Fall. Das ist ein Hosenfeuer gefärbt, wo hinten noch das Leder drauf ist. Und wir brauchen die geheime Zutat, so einen Gummioktopus aus der Meeresfischerei, Beifänger zum Dorschfischen, was auch immer. Weil aus dem habe ich im Endeffekt die larvenartigen Fäden gemacht, die sich da hinten auf diesem Streamer befinden. Gut, dann gehen wir es an. Ich lege mir mal rund um den Hakenschenkel und den Jighaken eine Wicklung Windfaden und zwar ungefähr bis zur Spitze, sodass ich halt dann bei der Spitze nicht jetzt mehr hängen bleibe. Ich leite das Ganze ab. Ich habe mal quasi jetzt eine Basis. Dann kommen auch gleich die Larvenfäden, man fängt ja bei so einem Streamer, habe ich mir sagen lassen, immer unten an und arbeitet sich dann nach oben. Genauso habe ich das natürlich auch als Neuling berücksichtigt. Da schneide ich mir jetzt zwei so Fäden ab. Ich finde es auch ganz nett, wenn die nicht genau dieselbe Farbe haben, dann variiert das Ganze ein bisschen und schaut lässig aus. So, was tue ich mit den Fäden? Die wickel die rechts und links an meinem Jighaken fest. Mit diesem Bindfaden. Dazu einfach zuerst den ersten mal leicht anwickeln, dann den zweiten daneben legen. Das, was ich da bereits gemacht habe, fixiere ich jetzt einmal mit dem Superkleber. Und dann kommt dieser schöne Spagat aus der Küchenschublade zum Einsatz, mit dem ich den Körper forme. Den lege ich mal oben drauf. Entwickelt dann gleich einmal fest. So, kann man dann ein bisschen formen. Ziel ist, dass der halt leicht konisch ist, der Körper beim Kopf am dicksten und nach hinten nimmt es dann ein bisschen ab. Und auch hier an der Stelle kommt wieder der Superkleber zum Einsatz, mit dem einfach diese Wicklung dann noch und kann somit zum nächsten Schritt weitergehen, nämlich den Flügeln. Dazu brauche ich wieder meinen Faden, den Falten. Jetzt kommt dieses erwähnte Zonkermaterial zum Einsatz. Das ist ein eben gefärbtes Hosenfell, von dem ich mir jetzt zwei gleich lange Stickerl abschneide. Natürlich, dass die von der
in der Buschigkeit her relativ gleich sind. Ganz fesch geworden. Schaut auch sehr gleichmäßig aus. Muss man ein paar finale Wicklungen. Wie gesagt, ich nehme ganz gerne einmal einen roten Pinfall und nicht nur einen schwarzen, weil ich dann diesen Kontrast oder diesen roten Farbpunkt auch noch drin habe. Und was ich auch schon öfter gemacht habe, ist, dass ich meine Jig-Clip vorher lackiere, oder man kann es auch jetzt noch lackieren quasi, und dann den Faden zum Beispiel mitlackieren. Wenn da ein Modell und der Jig-Clip lackiert ist, in dem Fall mache ich es aber jetzt nicht, weil oft gefällt mir dieses Grausübrige vom Blei auch ganz gut, im Sinne so mit einem Kunstwerk zu vergleichen, wie es manche andere produzieren an einem Bindestock. Aber das Ding fängt ganz einfach und sag einmal, der Detailgrad ist jetzt vielleicht nicht so wie bei irgendwelchen schönen Kochen-Streamern. Wir reden aber da auch von einem Fantasie-Modell. Also es ist ja irgendwo Tschernobyl-Insektenlarve. Und dementsprechend geht es jetzt auch nicht um eine naturgetreue Imitation, sondern um was, was die Forellen insbesondere einfach reizt. Und wo man Aggressionsbiss kriegt, einen schweren Tag. Und ich habe das in den vergangenen Videos gesehen. Geil, 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 jetzt haben wir richtig schönen Fisch fangen können. Wir haben selbstgebundenen einen Streamer von dir. Kannst du dir das vorstellen? Das ist yes. Jetzt auch geil irgendwie, gell? Mati ist groß. Alter. Das ist doch geil, oder? Was das für einer war? Fisch ist da rein um den Kescher. Die müsst ihr streng geheim halten normalerweise. Das ist ein Wahnsinn. Schaut euch mal dieses Prachtexemplar an. Zwei orange solche Gummifäden hinten hey, vom Oktopus, oder? Nein, gar nicht. Nein, streng geheim. Traum. In der letzten Verhören ist so, dass die Dinge extrem gut funktioniert haben und die werden auch heuer wieder gut funktionieren. Bin ich mir sicher, das ist nicht nur auf Verhören. Ja, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was mitgenommen. Und ich darf mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare reinhaut und vielleicht mal sogar Fotos schickt von eurer ersten selbstgebundenen Streamer. Was ihr für Ideen habt, was für Materialien man nehmen kann, vielleicht auch von ein paar Profis, ein paar Tipps für mich, wie ich mich nicht gar so blöd anstellen kann. Und ich hätte einmal gesagt, unter alle, die einen Kommentar rein dann verlose ich 3 von meinen selbstgemachten Streamer, die hoffentlich dann zum Verhörenstart rechtzeitig bei euch im Haus sind. Also, Petri und bis später.